Es tut mir leid, Frau... Jetzt geht's. Herzlich willkommen, guten Abend. Ich begrüße Sie alle und bedanke mich bei allen, die einen Beitrag gegeben haben zu dem heutigen Abend. Wir haben Paolo Restuccia, der heute hier den Abend koordinieren wird, und er ist ein Gast, den wir immer sehr gerne einladen. Paolo Restuccia ist Regisseur, Autor und arbeitet auch für den Rundfunk. Und an dieser Stelle möchte ich Gerhard Schnetzel und das Wort übergeben, und dann wird Frau Ibrahimi vorgestellt werden. Guten Abend. Guten Abend alle zusammen. Herzlich willkommen. Ich wende mich an alle in aller Welt und auch an Joachim Bernauer, der nun in der virtuellen Welt mit uns zugeschaltet ist. Ich bedanke mich auch bei dem ganzen Team des Goethe-Instituts sehr herzlich für die so konstruktive Zusammenarbeit, die wir in diesem Jahr schon hatten. Das war ein besonders schwieriges Jahr natürlich. Wir hatten also virtuelle Begegnungen und auch eine Präsenzzusammenarbeit hier mit Frau Nava Ebrahimi. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken, aus ganzem Herzen bei Ihnen, Frau Nava Ebrahimi, dafür, dass Sie gekommen sind. Denn das ist in diesen so schwierigen Zeiten, nicht nur in Italien, sondern auch in Österreich, ja, wirklich nicht selbstverständlich. Wir wissen auch nicht, wie lange wir das noch machen können und solche Präsenzveranstaltungen durchführen können. In jedem Fall wirklich vielen Dank an alle, die einen Beitrag zum Erfolg des heutigen Abends geleistet haben. Und vielen Dank auch für die Organisation der Podiumsdiskussion, die wir heute im österreichischen Forum schon hatten zum Thema Literatur, Migrationsliteratur. Vielen Dank und einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Guten Abend, auch von meiner Seite. Ich möchte mich natürlich sehr herzlich bedanken beim Goethe-Institut und beim Österreichischen Forum dafür, dass ich hier eingeladen wurde, um dieses Buch, diesen Roman zu präsentieren. Es ist ein Roman von einer hervorragenden Schriftstellerin. Und das sieht man schon an den Farben, an ihren Farben. Sie repräsentiert perfekt unsere moderne Welt, wie wir auch an dieser Geschichte sehen können. 16 Worte heißt sie. Und ich habe in ihrer Biografie gelesen, dass sie im Iran zur Welt gekommen sind und in Österreich leben. Ich weiß nicht, ist das richtig, oder, was ich gesagt habe? Sie sind in Iran auf die Welt gekommen und leben in Österreich. Ja, genau. Dazwischen war ich noch, also aufgewachsen bin ich in Deutschland. Also ich bin Deutsch-Iranerin, die in Österreich lebt. Gut, wie schon gesagt, es ist ein Roman, der in gewisser Hinsicht auch überraschend ist, weil wir mit unglaublicher Geschwindigkeit aus einer Welt, die wir natürlich sehr gut kennen, das heißt die westliche Welt, die europäische Welt, durch 16 Wörter praktisch, so wie die Schriftstellerin sagt, in eine andere Welt katapultiert werden. Und es scheint am Anfang eine andere Welt zu sein. Es scheint eine Welt zu sein, die sehr weit weg ist. Und dann habe ich aber weitergelesen. Und es wurde mir klar, dass diese so weite Welt im Grunde sehr nah ist. Erst habe ich gedacht, naja, wahrscheinlich, weil ich Italiener bin. Und von daher gibt es nicht so einen großen Unterschied vielleicht zwischen Italienern und Iranern. Genau, es ist leichter ohne Kopfhörer. Gut, also noch einmal. Ich habe gedacht, wahrscheinlich ist kein großer Unterschied zwischen Iranern und Italienern.
Und als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, naja gut, deswegen fühle ich mich wahrscheinlich diesem Mädchen so nah, die ihr Geschichten, ihre Geschichte erzählt. Und dann habe ich weitergelesen und hatte das Gefühl, dass das vielleicht gar nicht der wahre Grund ist. Also nicht die Tatsache, dass ich vielleicht eher der südlichen Welt angehöre, wie auch die Hauptperson der Geschichte, sondern es ist eher die Fähigkeit der Schriftstellerin, dass es ihr wirklich gelingt, uns dieser Person so nahe zu bringen. Und zwar so nah, dass wir sie als richtig vertraut empfinden und dass man praktisch gar nicht mehr die Unterschiede bemerkt, wer aus der südlichen und aus der nördlichen Welt kommt, wer aus dem Iran oder wer aus Berlin kommt. Und dann ist da auch der Stolz einer dieser Iranerinnen, die sich also der deutschen Welt stellt, praktisch mit also Tausenden von Jahren Kulturgeschichte, persischer Kulturgeschichte. Und so wird praktisch mit einem Vorurteil aufgeräumt, wer praktisch ziviler ist. Und dann habe ich weitergelesen und mir wurde die Qualität dieses Textes klar. Und als wir uns vorher miteinander unterhalten haben auf Englisch, weil ich leider Deutsch nicht ausreichend kenne, um mit ihr auf Deutsch zu sprechen, habe ich gesagt, also eine der Qualitäten, die mich besonders beeindruckt haben, war diese Fähigkeit, Wörter zu finden, ohne eine Übersetzung anzugeben. Also am Anfang jedes Kapitels ist ein Wort, beziehungsweise ein Ausdruck, würde ich fast sagen. Manchmal ist es ein Name. Und wir wissen nicht immer, was es bedeutet. Also fast nie eigentlich, außer es ist ein Name. Und dann fängt man an zu lesen, ein Kapitel, und da steht dann, ich blätter mal irgendwas auf, in iraniano, lo dirò malissimo. Garibedust. Garibedust. Das habe ich wahrscheinlich schlecht ausgesprochen. Man fängt an, es zu lesen und dann erwartet man sich, dass jetzt vielleicht eine Übersetzung kommt. Aber nein, nichts da. Man muss erst mal einsteigen in den Text und dann versteht man, was dieses Wort eigentlich wirklich bedeutet. Und meistens bezieht es sich auf das vorherige Kapitel. Als ob es praktisch so wäre, dass die Wörter praktisch eine Staffel wäre, ja, die immer wieder übergeben wird, von Kapitel zu Kapitel. Also, und dieses Staffelholz, das sind praktisch hier die Wörter oder die Ausdrücke, die immer weitergegeben werden von einem Kapitel zum anderen. Also das ist wirklich ein Erfolg, muss ich sagen, das ist sehr gut. Und wir, wenn wir dann verstanden haben, was diese Wörter überhaupt bedeuten, dann freuen wir uns natürlich. Gut. Kos, das ist ein Wort, K-O-S, was wir sofort verstehen. Wir verstehen es und wir müssen lachen. Denn die eigentliche Hauptperson oder die Antagonistin dieses Romans, also das große Idol, das ist die Großmutter. Und diese Großmutter ist eine sehr starke, kreative, intelligente Person, die ziemlich direkt ist und kein Blatt vor den Mund nimmt und auch mal schmutzige Witze erzählt und da auch mal ein paar Schimpfwörter benutzt. Und zu ihren Lieblingswörtern gehört Kos. Das übersetze ich Ihnen nicht. Denn selbst die Hauptperson und selbst die Schriftstellerin hat Schwierigkeiten damit, es zu übersetzen. Wenn Sie wissen wollen, was Kos bedeutet und es jetzt noch nicht wissen, es ist, glaube ich, Arabisch, dann lesen Sie das Buch. Und dann werden Sie es verstehen. Gut, also diese große Fähigkeit und diese Hauptperson bzw. diese Zweitperson, diese Großmutter, die ist bis zum Schluss vertreten und hält praktisch die Fäden alle in der Hand. Und am Schluss kommt es dann zu einer Offenbarung und da sagt man, ach, die Großmutter.
Und es ist wirklich schwierig, also so eine Offenbarung am Ende des Romans zu geben. Ich mache diese Arbeit schon ziemlich lang, muss ich sagen. Und es ist wirklich unheimlich schwierig, dass man die Offenbarung ganz an den Schluss setzt, wenn man nicht vorher schon genug Hinweise darauf gegeben hat. Das ist also wirklich gut. Also meistens funktioniert es nicht. Aber ich muss sagen, Nava schafft es. Es ist ihr wirklich gelungen, uns diese Offenbarung zu geben. Und wenn wir dann zum Schluss kommen und verstehen, dann sagt uns unser Hirn, aha, aha. Und dann verstehen wir alles. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich es so machen, dass ich nach dieser kurzen Vorstellung ein paar Fragen stelle an die Schriftstellerin und dann haben wir eine kleine Lesung. Ich glaube, Sie lesen selber. Und die Autoren, die hierher kommen und lesen, lesen normalerweise sehr schöne Stellen. Ich habe eine Stelle in dem Buch, das ich auch im Facebook gepostet habe. Das ist für uns 60-Jährige perfekt. Facebook, muss ich sagen, das ist also wirklich, ich fühle mich hervorragend mit Facebook. Und das ist die Stelle, wo die Hauptperson als Kind praktisch mit Clara, einer Freundin, zusammenkommt. Und da sind dann Kirschkerne, die übrig bleiben. Und sie sagt, die habe ich die ganze Zeit aufgehoben. Weil ich wissen wollte, was es bedeutet, so wie Clara zu sein. Ich weiß nicht, ob es das Stück ist, was du vorlesen wirst, aber es ist in jedem Fall eine ganz wichtige Passage, um auch das Unterbewusstsein dieses Romans besser verstehen zu können. Das heißt also, nicht nur das, was wir sind und was wir geworden sind, sondern vielmehr die Distanz zwischen dem, was wir sind und was wir geworden sind und dem, was wir sein wollten und werden hätte können. Und die Schriftstellerin begleitet uns über all diese Seiten hinweg, ohne uns, zumindest war es für mich so, in diesem Spiel das zu sagen, was ich bin, was ich hätte sein können, was ich liebe, wen ich hätte lieben können. Und diese Lücke zwischen dem, was wir sind, und dem, was wir sein könnten, zwischen dem, was verborgen ist, in der Figur einer geliebten Person, wie die Großmutter zum Beispiel, das ist das, was mir geblieben ist von diesem Roman. Also die Kraft dieser Nostalgie, dieser Sehnsucht nach dem, was hätte passieren können. Und wenn ein Roman einem dieses Gefühl geben kann, dann ist es sicherlich ein sehr starker Roman. Aber trotzdem ist er leicht. Ja, ich habe schon viel zu viel gesprochen, ich entschuldige mich. Und an dieser Stelle möchte ich die Autorin zu Wort kommen lassen und ich frage sie, die dümmste Frage von allen, habe ich vorher schon gestellt, aber es ist wichtig, um das Buch den Lesern vorzustellen, wenn sie es noch nicht gelesen haben. Wie viel von dir ist in dieser Geschichte? Ja, vielen Dank für die schöne Einführung und vielen Dank auch an das Institut und das ÖKF, dass wir heute hier sein können. Und vielen Dank, Paolo, auch für die schöne Einführung. Ich bin überzeugt davon, dass der Autor nicht mehr über sein Buch weiß als der Leser bzw. die Leserin. Und deswegen bin ich immer ganz fasziniert, anderen zuzuhören, wie sie das Buch gelesen haben, weil das nochmal eine ganz eigene Welt ist, die da bei dir entstanden ist. Wie autobiografisch ist das Buch?
Ja, es, als ich angefangen habe zu schreiben, da waren sicherlich meine Erfahrungen, waren so der Motor, dieses Buch zu schreiben. Und die Großmutter ist auch meiner Großmutter sehr ähnlich. Also die Sprüche und die Witze sind alle von meiner Großmutter. Aber die Großmutter ist auch relativ typisch für eine persische Großmutter, muss man sagen. Also sie ist, es gibt diesen Typus. Und ansonsten, aber die Handlung ist fiktiv, also manche Rückblenden, also zum Beispiel dieses Gefühl, das du beschrieben hast mit dieser deutschen Freundin Clara, die immer eben, weil sie aus einer deutschen Familie stammt und wusste, wo sie hingehört und sich nie irgendwas erkämpfen oder erarbeiten musste und auch dieses Fremdheitsgefühl nicht kennt. Ich hatte so eine Freundin wie Clara, aber dieses Kirschkernspucken zum Beispiel, das ist fiktiv. Also so wie eigentlich ganz viele Schriftstellerinnen arbeiten, dass man schon mit eigenen Empfindungen und Erfahrungen arbeitet, aber dazu dann eine Handlung erfindet, die es so nicht gegeben hat. Und so ist es bei mir auch. Und dadurch, dass die Handlung fiktiv ist, ist diese Hauptfigur Mona eigentlich immer mehr abgerückt von mir. Also es klingt immer so ein bisschen esoterisch, aber durch die Handlung, in der ich Mona dann agieren und reagieren lasse, entwickelt sie dann so ein Eigenleben. Und ja, genau, also Mona ist nicht mehr ich. Senti, perché scrivi romanzi? Oh, okay, große Frage. Ja, ich versuche es kurz, einigermaßen kurz zu machen. Ich glaube, weil, also ich bin ja eigentlich von der Ausbildung her Journalistin und habe auch lange als Journalistin gearbeitet. Aber, und Schreiben war schon immer meine Ausdrucksweise. Aber ich finde eben, ich fand es zunehmend schwer, als Journalistin in irgendeiner Form die Realität abzubilden oder die Realität zu beschreiben, weil ich finde alles so komplex, so vielschichtig, so ambig und ambivalent, dass ich das Gefühl hatte, ich komme mit Journalismus nicht mehr weiter. Also ich möchte heute auch kein Journalist mehr sein, wirklich nicht. Also ich habe das Gefühl, ich kann mit Literatur unsere Welt viel besser beschreiben, weil obwohl es fiktiv ist, habe ich viel mehr die Möglichkeit, mit der Sprache, die ja eigentlich ein recht grobes Werkzeug erstmal ist, habe ich mit der Literatur viel, kann ich viel besser die Komplexität, die ja in jedem Einzelnen von uns, also jeder Einzelne von uns ist ja ambivalent und komplex, vielschichtig. Und ich habe das Gefühl, ich kann das mit Literatur viel besser in irgendeiner Form abbilden als mit Journalismus zum Beispiel. Ja, und ich glaube letztlich, ich glaube, der tiefste Grund, weshalb ich schreibe, ist ja so ein Schreiben aus der Isolation heraus, das ich irgendwie so aus meiner Kindheit noch sehr stark kenne, dieses Migrantenkindsein allein, eigentlich doch nicht allein, wie ich jetzt im Nachhinein feststelle, weil ganz viele andere Migrantenkinder zu mir kommen und sagen, genauso habe ich das auch erlebt und ich habe mich auch immer so gefühlt, aber wir wussten halt nicht, dass wir eigentlich ganz viele sind, weil wir nicht miteinander kommunizieren konnten über unsere Erfahrung. Aber das ist so etwas, dieses Gefühl, doch irgendwie verbunden zu sein und Teil von einer größeren Gemeinschaft, das entsteht, finde ich, ganz stark durch Literatur. Und wenn ich das auf Deutsch schreibe und dann Sie das auf Italienisch lesen und auch vielleicht gewisse Empfindungen teilen können, dann finde ich, ist das für mich eigentlich so das schönste Gefühl überhaupt. C'è una poesia di uno scrittore italiano molto famoso, si chiama Ungaretti. Gibt ein Gedicht von Ungaretti, ein sehr schönes. Und da geht es um einen Migranten, würden wir heute sagen, Mohamed Scherz. In diesem Gedicht stirbt er,
Ich glaube, er bringt sich um, wenn ich mich richtig daran erinnere. Also, das habe ich jetzt nicht richtig vorbereitet, aber ich glaube, es war so. Er bringt sich um und er stirbt und ist weder Franzose noch Araber. Er stirbt, weil er den Gesang nicht lösen konnte. Das ist eine schöne Definition, finde ich. Also indem du den Gesang löst oder erklingen lässt, sagen wir mal so, gehörst du diesen beiden Welten an. Aber dieser Freund von Ungaretti, dem ist es nicht gelungen. Und so konnte er weder Araber sein noch Franzose. Und deswegen war er verzweifelt. Von daher kann ich das sehr gut nachempfinden, was du gerade erzählt hast. Also, es wird wirklich mit einer Leichtigkeit erzählt. Und das ist natürlich etwas, dieser Roman, das anders gestaltet ist als jetzt ein Gedicht und auf den ersten Blick vielleicht leichter ist als so ein Gedicht wie das von Ungaretti, aber trotzdem entspricht es doch mehr oder weniger dem, ja. Möchtest du was vorlesen? Dann hört man nicht nur mich, sondern auch etwas von dem Buch. Okay. Also ich lese das erste Kapitel vor, das heißt Maman Bozorg. Und wie Paolo schon richtig sagte, die Großmutter ist sehr präsent in dem Roman, obwohl sie eigentlich zu Beginn der Handlung stirbt. Also das ist auch das, was die Handlung in Bewegung setzt, der Tod der Großmutter. Und sie ist aber, ist oder war, es wird als eine sehr starke Frau beschrieben, die in einer sehr patriarchalen Gesellschaft versucht hat, ihren Weg zu gehen und auch immer um Selbstbestimmung in ihren engen Grenzen, um Selbstbestimmung gekämpft hat. Und damit ist sie eigentlich, finde ich, recht typisch für iranische Frauen, aber vielleicht sogar für alle Frauen. Das kann man wahrscheinlich sogar auf ganz viele Länder ausweiten. Also sie hat in ihren engen Grenzen, hat sie sich ihre Selbstbestimmung in gewisser Weise erkämpft. Und was ganz typisch ist für Iranerinnen, ist, dass wenn sie untereinander sind, also unter sich, wenn keine Männer dabei sind, dann reden sie ganz anders. Also sie haben wirklich, kann man sagen, ein bisschen anderen Wortschatz auch. Also sie reden viel offener, sie reden viel freier. Sie erzählen sich die ganze Zeit schmutzige Witze und es ist wirklich so eine Art geschützter Raum. Und das ist auch so etwas, was ich immer gerne rüberbringen wollte. Ich wollte es immer gerne zum Beispiel meinen Freundinnen damals erklären, weil vor allem in den 80ern oder eigentlich bis heute hat ja der Iran ein sehr negatives Bild, also ein sehr schlechtes Image. Und ich wollte immer sagen, nein, es ist nicht so. Meine Oma ist die lustigste, freieste Frau, die ich kenne in gewisser Weise. Weil wenn Frauen untereinander sind, dann herrscht da eine Intimität und Freizügigkeit, die ich aus dem Westen nicht kenne, paradoxerweise. Dabei wird der Iran ja eher mit Rigidität und Verschlossenheit und so verbunden. Und ja. Genau, das ist so ein bisschen der Hintergrund zu der Großmutter. Also eigentlich stirbt sie zu Beginn der Handlung. So kurz Wasser trinken. Aber in dem allerersten Kapitel, da erinnert sich Mona daran, wie sie die Großmutter das letzte Mal besucht hat im Iran, in Mashhad. Das ist eine Stadt, ist die zweitgrößte Stadt, nordöstlich an der Grenze zu Afghanistan. Und sie hat die Großmutter das letzte Mal besucht und da fing die Großmutter schon an, dement zu werden. Und sie hat viel Zeit vom Fernseher verbracht, weil die Kinder eben alle im Ausland leben und sie im Grunde nicht mehr viele Kontakte hat.
Und ja, sie, wie das eben oft ist bei älteren, dementen Menschen, sie kann die Realität vermischt sie mit dem, was sie im Fernsehen sieht. Genau, das zum Hintergrund. Applaus und Gejohle drangen an mein Ohr, gedämpft und von weit her. Ich öffnete die Augen. Es dämmerte. An der Decke zeichnete sich der Kronleuchter aus Messing ab, der hier in jedem Zimmer hing. Ruckartig, als hätte ich einen wichtigen Termin verschlafen, stand ich auf und tastete mich durch den Flur ins Wohnzimmer. Meine Großmutter saß im Halbdunkel auf der Couch, von den Bildern aus dem Fernseher in bläulichen Farben angestrahlt. Den Ton hatte sie so aufgedreht, dass das Gehäuse im Takt der Musik schepperte. Sie schnippte mit den Fingern und bewegte die Schultern rhythmisch vor und zurück. Auf dem weit ausgeschnittenen Dekolleté ihrer schwarzen Bluse glitzerte ein Schmetterling. Dazu trug sie die Jogginghose aus rosa Frottee, mit der sie zu Bett gegangen war. »Komm, setz dich zu mir«, rief sie, ohne ihre Bewegungen zu unterbrechen. »Mama, besorg, ist es nicht noch ein wenig zu früh für...« Anstatt den Satz zu beenden, rieb ich mir mit beiden Händen die Augen. »In Los Angeles ist es Abend und die Gala hat gerade begonnen. Wie früh es hier in Mashhad ist, interessiert niemanden.« Sie schnippte weiter im Takt. Ich setzte mich neben sie und betrachtete sie von der Seite. Ihre Wimpern waren vor lauter Wimperntusche verklebt. Der Lippenstift verlief in den Fältchen oberhalb ihres Mundes und bildete ein kleines rotes Flussdelta. Den Puder hatte sie so großzügig aufgetragen, dass er sich in den Runzeln auf ihrer Stirn sammelte. Sie hatte immer schon viel Zeit darauf verwendet, sich zurechtzumachen, aber je älter sie wurde, desto mehr uferte es aus. Im Fernsehen lief ein iranischer Sender aus Los Angeles namens Tapesh, Herzschlag. Drei Mädchen in kurzen Paillettenkleidern tanzten zu persischem Pop um einen alten Mann im Smoking herum. Ich kannte ihn, er hieß Oref. Die Mädchen hüpften umher, als spielten sie in einem Weizenfeld Verstecken. Oref tat, als beachtete er sie nicht. Er besang eine Frau, die Herrscherin über sein Herz, die ihn allmählich umbringe mit ihrer Koketterie. Meine Mutter liebte dieses Lied. Eine Zeit lang hatte sie mehrmals am Tag die Kassette eingelegt, es gehört, zurückgespult, es noch einmal gehört, wieder zurückgespult. Während das Lied die Sehnsüchte meiner Mutter nährte, von denen ich bis heute nichts weiß, hatte ich vor dem Spiegel versucht, dazu zu tanzen und unbeholfen mit meinen Kinderhüften gewackelt. Ich imitierte Maman. Wenn wir in Köln Konzerte iranischer Bands besuchten, stand ich am Rand der Tanzfläche und schaute ihr stundenlang dabei zu, wie sie tanzte, wie sie mit den Händen geschmeidig Figuren in die Luft zeichnete, wie sie mit dem Becken kreiste, die Schultern vibrieren ließ. Ich prägte mir alles ganz genau ein. Oref machte einen Gesichtsausdruck, als litte sein Herz unter der Fremdherrschaft oder vielleicht auch darunter, dass er dieses Lied seit Jahrzehnten singen musste, früher in Teheraner Varietés, nun auf amerikanischen Showbühnen, als hätte sich nichts geändert, als sei die Zeit stehen geblieben. Kaum hatte Oref die letzte Silbe gesungen, unterbrach ein Werbespot für ein Trainingsgerät das Programm. Amerikanische Bauchmuskeln mit persischer Tonspur. Meine Großmutter wirkte zufrieden und fächerte sich Luft zu. Oref fliegen die Herzen zu, aber er liebt nur mich. Nach seiner großen Neujahrsshow vor ein paar Wochen hat er mir von der Bühne aus einen Heiratsantrag gemacht. Ich sei eine einzigartige Frau und eine großartige Künstlerin, hat er gesagt. Sie schaute mich erwartungsvoll an, ihre Augen glänzten. Ich wich ihren Blick aus und starrte auf den Bildschirm, wo die Bestellnummer für den Bauchmuskeltrainer rot aufleuchtete. 676881. Die Telefonnummer meiner Grundschulfreundin Clara war 767881 gewesen. Die erste Nummer, die ich auswendig lernte und die mich, anders als Clara, bis an mein Lebensende begleiten wird. Ich spürte, dass meine Großmutter mich musterte. Kenn dir mal die Haare, du siehst aus wie eine verprügelte Nutte. Mama, besorg. Und setz bitte Tee auf, ich muss gleich auf die Bühne und habe einen ganz trockenen Mund. Sie schmatzte mehrmals, etwas knackte,
Vermutlich saß das Gebiss nicht richtig. Trocken wie die Kost einer alten Jungfer. Auf dem Herd stapelten sich die Plastikteller vom Kebab-Lieferdienst. Früher hatten hier um diese Uhrzeit schon Lammhaxen im Schnellkochtopf geköchelt. Ich füllte schwarzen Tee in eine Kanne und setzte Wasser auf. Während ich wartete, stützte ich mich an der Arbeitsplatte ab und schloss die Augen. Ich war müde. Statt wie geplant um 22 Uhr war das Flugzeug, das ich in Istanbul bestiegen hatte, erst um 2 Uhr nachts in Mashhad gelandet. Die Maschine hatte mehrere Schleifen über der Stadt gedreht. Das Mausoleum des Imam Reza, das in der Dunkelheit in allen Farben funkelte, schien wie eine offene Schatzkiste jedes Mal zum Greifen nah. Doch dann erklärte der Pilot, dass er nicht in Mashhad landen dürfe und nur nach Teheran fliegen müsse. Gestöhne, Geseufze, Gemurmel, schließlich Rufe aus allen Richtungen. Vielleicht ist das Wetter schlecht. Hat es für Sie eben nach Unwetter ausgesehen? Ich habe vorhin noch mit meiner Mutter telefoniert. Die sagte, der Himmel sei klar. Es ist mitten in der Nacht. Der Himmel unter der Bettdecke Ihrer Mutter ist vielleicht klar. Wir sollten in Teheran nicht aussteigen, sonst können wir selbst schauen, wie wir nach Mashhad kommen. Wenn Sie nicht aussteigen, wird man Sie bezichtigen, Gegner der Revolution zu sein. Was ist denn mit den Leichen an Bord? Welchen Leichen? Mit diesem Flug werden 2 Leichen transportiert. Das meint man wohl mit jemandem die letzte Ruhestätte verwehren. Dieser Zwischenstopp ist die Strafe dafür, dass wir uns in Istanbul amüsiert haben. Einige lachten. Wir landeten in Teheran. Das Flugzeug stand eine Weile herum, ohne dass sich etwas tat. Dann startete die Maschine wieder, ohne weitere Ansage. Der Kessel pfiff. Ich füllte das kochende Wasser in die Kanne und wartete, bis es die Farbe von Bernstein angenommen hatte. Ich brachte meiner Großmutter ein Glas voll, dazu 2 Zuckerstückchen. Sie hielt das Glas gegen das Licht der aufgehenden Sonne. Genau richtig, jetzt ist es Zeit zu heiraten. Oder wann gedenkst du zu heiraten? Mit 30? Mama, Bosurk, ich bin noch längst über 30. Alle Frauen machen sich jünger, nur du machst dich älter. Erinnerst du dich nicht? Ich bin doch vor der Revolution geboren. Vor welcher? Sie nahm ein Zuckerstück in den Mund und nippte am Tee, den Blick auf den Fernseher geheftet. Ein Moderator mit gelglattem Haar erzählte Witze über Ahmadinejad. Komm, du hast doch einen Hostegor. Oder zumindest einen Freund? Das kannst du mir nicht weismachen. Was ist denn mit den deutschen Männern los? Du bist jung, lebst in Orsodi und hast keinen Mann? Sie sagte das oft, du lebst in Orsodi. Aber es lag dabei nichts Pathetisches in ihrer Stimme. Sie sagte es mit einer Mischung aus Neugier und Neid. Und ich spürte schon früh, dass sie es sich aufregender vorstellte, als es tatsächlich war, das Leben in Freiheit. Ich hatte mal einen Hostegor. Er wollte mich, aber ich wollte ihn nicht heiraten. Ich sagte das, um sie zu beruhigen. Wie sollte ich ihr einen Eindruck davon vermitteln, wie es lief als Single mit Mitte 30 in einer Großstadt der westlichen Hemisphäre. Wie sollte ich ihr sowas wie Bindungsängste erklären? Auf Deutsch klang es schon lächerlich. Angst vor zu viel emotionaler Nähe. Dass jemand die Flucht ergreift, sobald eine Beziehung verbindlicher wird. Auf Persisch ging es überhaupt nicht. Für derartige Nuancierungen war die Sprache nicht vorgesehen. Die Wahrheit über mein deutsches Liebesleben hätte meine Großmutter nicht verstanden. Die verstand ich ja selbst kaum. Und die bloße Zahl an Männern, mit denen ich geschlafen hatte, hätte auf der Stelle ihr Herz stillstehen lassen. Dachte ich zumindest. Nur einen Hostegor? Hier stünden sie Schlange für dich. Du hättest schon längst einen Mann. Was rede ich? Mehrere. Meine Nichte lässt sich von Männern nach Dubai einladen, in die teuersten Hotels. Von mehreren? Ja klar, der Iran ist ein einziges Freudenhaus geworden. Selbst 90-Jährige, bei denen du blättern musst, um die Kost zu finden, amüsieren sich ungeniert. Maman Bosurk. Ich habe auch einige Verehrer. Zum Beispiel den Konditor am Ende der Straße, nicht einmal 50 Jahre alt. Jedes Mal, wenn er mir eine Schachtel mit Gebäck übergibt, berührt er meine Hände. Sie legte ihre Hand kurz auf meine.
Dann hob sie sie vor die Augen und sah sie sich sehr genau an. Dein Großvater hat sich zuerst in meine Hände verliebt, als ich ihm im Krankenhaus Tee brachte. Meine Hände waren weiß und schön rundlich. In die kleinen Kuhlen auf meinen Fingergelenken hätte man Erbsen legen können. Vor meinem geistigen Auge erschien ein Handrücken mit Erbsen darauf. Meine Großmutter ließ ihre Hand fallen wie einen nassen Sack. Auch ihre Gesichtszüge wirkten plötzlich schlaff. Aber Schönheit führt einen nur ins Verderben. Schau dir mich, schau dir deine Mutter an. Das Schicksal meint es nur mit hässlichen Frauen gut. Maman Bozorg nahm wieder Haltung an und blickte auf den Fernseher. Eine Frau in einer weißen Robe mit weißem Pelzkragen hatte die Bildfläche betreten. Sie sang von der Sehnsucht nach dem Iran. Die Augen hielt sie geschlossen. Maman Bozorg übergab mir die Fernbedienung und sang mit, krächzte mit. Sie ahmte die Frau nach, breitete die Arme aus, kreuzte sie vor der Brust, ballte die Fäuste, verzog schmerzerfüllt das Gesicht. Das Lied endete mit einem Tusch. Die Sängerin öffnete die Augen, close up. Tränen brachen sich Bahn, rollten die aufgespritzten Wangen hinab. Der Keyboarder im weißen Smoking reichte ihr ein Taschentuch. Sie tupfte sich das Gesicht ab und verbeugte sich so zaghaft, als fürchtete sie, der Haarturm könne ihr nach vorne wegrutschen. Jetzt stand auch meine Großmutter auf und verbeugte sich mit wackligen Knien. Ihre dürren Beine waren in der ausgebeulten Frottehose nur zu erahnen. Sie setzte sich wieder und zog am Ausschnitt ihrer Bluse. Hast du schon einmal solche Brüste gesehen, so rund und fest? Sag. Ich sah kurz hin. Nein, Maman Bozorg, du hast tolle Brüste. Im Schwesternwohnheim haben sie zu mir gesagt, komm Mariam, zeig uns deine schönen Brüste. Noch immer hielt sie den Ausschnitt ihrer schwarzen Bluse umklammert, blickte an sich hinab. Solche Brüste in meinem Alter, nach 2 gestillten Kindern. 2? Wen außer Maman hast du denn noch gestillt? Sie ließ den Ausschnitt los, zupfte die Bluse zurecht, schob das Kinn nach vorne, nahm mir die Fernbedienung ab und wechselte den Kanal. Du hättest auch schönere Brüste, wenn du auf mich gehört und mehr Zwiebeln gegessen hättest. Sie seppte weiter. Hast du eine deiner Nichten gestillt? Deine Mutter hat immer auf mich gehört. Keine ihrer Cousinen hatte so schöne Brüste wie sie. Mit 13 trug sie sich schon vor sich her wie 2 reife Orangen. Und dann habe ich sie deinem Vater gegeben. Gott verzeih mir. Meine Großmutter hatte jetzt einmal durchgesäppt. Sie stoppte wieder bei Tapesh, seufzte laut, sackte in sich zusammen wie ein Akkordeon und schloss die Augen. Maman Bozorg? Sie reagierte nicht. Ich sprang auf und hielt meine Wange vor ihren leicht geöffneten Mund. Atemhauch, glaubte ich. Vorsichtshalber tastete ich nach dem Puls ihrer Halsschlagader. Dann zog ich ihr langsam die Fernbedienung aus der Hand und schaltete den Fernseher aus. E qui in effetti, anche se il lettore non se ne accorge, c'è già qualcosa che scopre. Ja, und auch wenn der Leser es hier noch nicht merkt, wird dann etwas am Schluss entdecken. Intanto volevo chiedere se c'era qualche curiosità. Erst einmal wollte ich fragen, ob jemand im Publikum etwas wissen möchte. Ob Sie Fragen haben, das können Sie auch sagen. Und ich wiederhole es dann am Mikrofon, denn Sie wissen ja, dass wir in dieser Situation das Mikrofon nicht teilen dürfen. Also wenn Sie irgendeine Frage haben, können Sie die gerne stellen. Ich sage es noch einmal für alle, die es nicht gehört haben. Nava, haben Sie ein Lieblingswort? Ja, mein, mein Lieblingswort ist La mia parola preferita è isosavor. Ich glaube, das kennen alle, die jemals die Erfahrung von Migration gemacht haben.
Übergepäck ist, also das ist auch wirklich ein Wort, was aus meiner Biografie kommt. Mir ist irgendwann eingefallen, und ich glaube, das war sogar der Anfang für die Strukturierung nach den 16 Wörtern. Also das hat mir die Idee gegeben, den Roman so zu strukturieren. Mir ist eingefallen, wie früh ich das Wort Übergepäck, also das persische Wort für Übergepäck, gelernt habe. Nämlich als ganz kleines Kind. Und normalerweise lernt ja ein Kind recht spät erst, also wenn es keine Migrationsgeschichte hat, dann lernt man das Wort Übergepäck, weiß ich nicht, mit 12, 13 oder so, wenn man das erste Mal verreist oder so. Aber bei uns war das Thema Übergepäck, das war omnipräsent. Also es, immer wenn Besuch aus dem Iran kam, wenn sie kamen, hatten sie schon Übergepäck, weil sie so viele Sachen aus dem Iran mitbringen wollten. Und wenn sie wieder abgereist sind, hatten sie auch viel zu viel Übergepäck, weil sie dann natürlich den Verwandten, die im Iran waren, irgendwie Souvenire mitbringen wollten. Und dieses Wort Übergepäck fand ich generell auch so als Metapher für Menschen mit Migrationserfahrung sehr schön, weil man, egal, man ist immer mit Übergepäck, zu viel Gepäck unterwegs. Und dann dachte ich eben, dass diese 16 Wörter, wenn man jetzt nur diese 16 Wörter nimmt, erzählen die eigentlich auch schon eine Geschichte, weil das sind 16 prägende Wörter oder Ausdrücke. Und allein diese Auswahl erzählt eigentlich schon eine Biografie. Aber ja, es ist also spontan würde ich auf jeden Fall sagen, das Übergepäck mein, weil das auch am wenigsten. Also das Kapitel ist auch am leichtesten, würde ich sagen. Obwohl nicht unbedingt, aber es ist das wahrscheinlich das witzigste Kapitel, glaube ich. Sì. Ah, voleva sapere se la parola Bojol vuol dire no. Bojol bedeutet das Großvater? Bozorg? Bozorg? Bozorg heißt groß. Il nome, no? Groß, genau. Und eben Momon, Mutter, also Momon Bozorg ist Großmutter. Come in inglese. Das ist interessant, dass auf Persisch und Englisch es diese Ähnlichkeiten gibt. Allora. Also die Frage ist, der Unterschied zwischen Farsi und Arabisch. Auch wenn es gleich geschrieben ist, so sagt unser Gast hier, wird es unterschiedlich ausgesprochen. Das war die Frage. Ist es so? Es sind eigentlich zwei ganz unterschiedliche Sprachen. Also die Schrift ist arabisch, das stimmt, aber Persisch ist ja eigentlich auch eine indogermanische Sprache im Gegensatz zu Arabisch. Und es sind natürlich durch die gemeinsame Religion und durch die geografische Nähe gibt es schon viele Wörter aus dem Arabischen, im Persischen und auch im Persischen aus dem Arabischen. Also es gibt auch mit dem Türkischen, es gibt schon Vermischungen, aber trotzdem ist es eigentlich eine ganz andere Sprache. Also ich verstehe kein Wort, wenn jemand Arabisch spricht. Genau, aber die Schrift ist die gleiche. Un'altra curiosità dalla signora. Noch eine Frage von der Dame dort hinten. Come spesso
capita con la cosiddetta letteratura migranti, che è considerata di serie B a volte. Allora, vuole sapere l'accoglienza. Also die Frage ist, die Aufnahme bei deinen anderen deutschen Kolleginnen, bei den Schriftstellerinnen, wurdest du akzeptiert von den deutschen Schriftstellerinnen oder hattest du irgendwelche Einschränkungen erfahren, weil du vielleicht nicht genauso deutschsprachig bist wie die anderen, so wie es bei uns oft passiert? Also ein Schriftsteller in Italien zum Beispiel, der kein Italiener ist und Italienisch schreibt, der wird dann oft mit gewissen Schwierigkeiten aufgenommen unter seinen Kollegen. Ist dir das auch passiert oder nicht? Oder wurdest du ganz leicht und problemlos angenommen? Ja, ich würde sagen, nein, Schwierigkeiten hatte ich keine. Im Gegenteil, in Deutschland ist so in den letzten, also es ist so ein Trend, seit 20 Jahren sind neue deutsche Bücher, kann man es auch nennen vielleicht, sukzessive gefragter geworden und in den letzten 5 Jahren besonders stark. Also das natürlich... Menschen mit meiner Erfahrung, die in Deutschland leben, obwohl sie jetzt vielleicht nicht aus klassischen Akademikerfamilien kommen, eben auch angefangen haben zu schreiben und die Geschichten zu erzählen. Das ist eigentlich gerade sehr gefragt, muss man sagen. Also es ist auf jeden Fall, fühle ich mich da in gewisser Weise schon angekommen, wenn ich mich überhaupt jemals angekommen fühlen kann. Es ist natürlich ein bisschen auch zweischneidig, weil die Bücher sind gerade sehr gefragt, werden manchmal noch ein bisschen gelabelt mit Migrationsliteratur, aber auch das wird weniger. Ich finde aber nur, dass sie noch sehr oft so inhaltlich besprochen werden. Also als hätte ich ein Buch über den Iran geschrieben, so ist es aber nicht. Also es ist aber auch, man muss aber auch sagen, die Buchbranche, der ganze Markt lernt gerade erst so ein bisschen dazu, also mit meinem Verlag. Der Verlag dachte auch am Anfang beim Marketing, dass sie das Buch so vermarkten, dass das, jetzt mal ganz plump gesprochen, so aus dem geheimnisvollen Land Iran erzählt jemand mal so ganz intime Geschichten oder so. Das war auch, so hat der Buch das auch, der Verlag das auch vermarktet am Anfang. Aber das war eigentlich nie meine Absicht. Also da lernt man in Deutschland und Österreich gerade wirklich dazu und merkt, okay, auch die Leser, dass die Leser sind jetzt keine klassischen Deutsch-Deutschen oder Österreicher, die was über den Iran erfahren wollen, sondern es gibt Leser wie mich, die sich damit auch identifizieren können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es auch diese Leser gibt. Also wenn es nur die Autorinnen gibt wie mich, dann bleibt es wahrscheinlich lange auch ein Stück weit Migrationsliteratur, weil natürlich auch in den Feuilletons die Kritikerinnen das anders lesen als jemand, der auch Migrationserfahrung hat. Also ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg im deutschsprachigen Raum, auf jeden Fall, also sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Aber natürlich, wie das so ist, gewisse Institutionen wie Verlage und Redaktionen und so, die ziehen erst so langsam nach. Aber das Interesse ist auf jeden Fall groß. Generell muss man sagen, nicht nur was die Herkunft, die kulturelle Identität angeht, ist das Interesse jetzt groß an anderen Geschichten. Auch wir erleben im deutschsprachigen Raum, kann man sagen, auch so eine Art Boom an Geschichten aus bildungsfernen Milieus, also von Arbeiterkindern. Also man merkt einfach, dass dieses jahrzehntelang haben halt die Akademikerkinder
die schon mit Literatur und mit klassischer Musik und so groß geworden sind, die haben halt quasi die Literatur für sich allein beansprucht, was ja auch immer ein Machtanspruch ist, muss man sagen. Wessen Geschichte wird erzählt, wessen Geschichte nicht. Und die Geschichten der Millionen von Gastarbeitern, die eben still und fleißig am Fließband standen, für die sich niemand interessiert hat, die werden jetzt langsam auch erzählt, aber eben nicht nur der Gastarbeiter, sondern überhaupt das Spektrum breitet sich. Und das ist, deswegen würde ich es gar nicht so eng nur auf Herkunft, sondern generell auf mehr Sichtbarkeit und mehr Pluralismus und ja, mehr Repräsentanz in der Literatur. Das finde ich ist generell eine schöne Entwicklung. Un'altra domanda? Sì. Lei ha lavorato molti anni come giornalista per la Financial Times Deutschland e anche l'estate e ha scritto il primo romanzo solo pochi anni fa. Come mai questo cambio di mestiere? E questo ha anche una connessione con il trasferimento dalla Germania in Austria? Ecco, la domanda del direttore è, also, die Frage des Direktors ist, hai lavorato a lungo du hast ja lange als Journalistin gearbeitet und jetzt, seit 4 oder 5 Jahren hast du angefangen, einen anderen Beruf auszuüben und bist Schriftstellerin. Und da ist die Frage, ob das auch damit etwas zu tun hat, dass du umgezogen bist von Deutschland nach Österreich. Also dieser Berufswechsel oder was es für Gründe dafür gibt? Ja, auf jeden Fall mehrere Gründe, aber der Umzug nach Österreich hat auf jeden Fall auch was bewirkt. Also ich hatte in Köln meinen Traumjob, kann man sagen. Also ich habe bei einem Magazin gearbeitet, das wirklich unabhängig ist. Also bei einem kleinen politischen Stadtmagazin, das gibt es eigentlich fast nicht mehr. Also dass man in der Redaktion so unabhängig von Anzeigenkunden und von allem arbeiten kann, ist, glaube ich, fast eine Rarität geworden. Und das war im Grunde mein Traumjob. Und dann sind wir eben von Köln nach Graz gezogen. Also ich bin mit meinem Mann nach Graz gezogen. Dann haben wir noch ein kleines Baby gehabt. Und ich stand in Graz quasi erstmal vor dem Nichts beruflich. Und wie das ja so ist, manchmal ist es ganz gut, so vor dem Nichts zu stehen, weil dann kann man sich halt überlegen, was wollte ich eigentlich immer machen? Und eigentlich wollte ich immer Romane schreiben. Also wie gesagt, Journalismus war eher so eine Verlegenheitslösung, weil ich mich das vielleicht auch nicht richtig getraut habe, Literatur zu studieren. Das ist ja auch oft bei Migrantenkindern, dass sie eben nicht das studieren, was sie wirklich wollen, sondern das, womit sie quasi diese dauernd andauernde, prekäre finanzielle Lage, mit der sie schon groß geworden sind auch, ne? Dass sie einen Job finden, mit dem sie halt wirklich Geld verdienen. Deswegen hätte ich mich nie getraut, auf Literatur zu setzen. Abgesehen davon haben mir auch die Vorbilder gefehlt. Als ich Abitur gemacht habe, gab es also wirklich extrem wenige Autorinnen aus einer anderen Kultur oder so. Das haben mir echt die Vorbilder gefehlt. Deswegen war das, eigentlich war das ein Glücksfall, dann in Graz nichts zu haben. Und dann habe ich eben angefangen, den Roman zu schreiben. Noch eine Frage? Also, die Frage, das ist die Woche der italienischen Sprache in der Welt und die Frage, gibt es ein italienisches Lieblingswort für dich? Hast du eins? Und die zweite Frage betrifft praktisch den Verlag. Das ist ein großartiger Verlag. Und Random House, wie bist du zu denen gekommen? Das ist eine Frage des Marketings, würde ich fast sagen. Ich kenne leider nicht so viele italienische Wörter, also natürlich alles, was auf der Speisekarte steht, kenne ich ja. Ich befürchte, dann ist auch schon fast Schluss, ich überlege gerade noch. Aber
Ich bin schon immer ein großer Fan des Italienischen gewesen und bin aber leider komplett nicht sprachbegabt. Aber ich dachte jetzt wirklich, ich habe auch gerade das Buch von Giunta Lahiri gelesen, mit anderen Worten. Und ich dachte mir, vielleicht wird das nochmal ein Projekt, Italienisch lernen. Und das kann ich mir vorstellen. Das ist die einzige Sprache, wo ich irgendwie Ambitionen hätte im Moment. Wie ich zu meinem Verlag gekommen bin, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, ist es eigentlich inzwischen recht üblich, von einer Agentur vermittelt zu werden. Ich weiß nicht, wie es in Italien ist. Also es kommt aus Amerika und England, dass Autorinnen zunehmend über Agenturen vermittelt werden und die machen quasi schon so eine Art Vorselektion. Also wenn du bei einer guten Agentur angenommen bist mit deinem Manuskript, dann findest du relativ sicher auch einen Verlag. Das ist so ein bisschen die neue Arbeitsteilung. Ich weiß nicht genau, wie es in Italien ist, aber ja, genau so ist das passiert. Und ich bin auch sehr glücklich mit dem Verlag. Und auch mit meinem italienischen Verlag Keller bin ich sehr glücklich. Keller ist ein Verlag, der auch immer die richtigen Entscheidungen trifft. Also gerade im deutschsprachigen Raum, muss ich sagen, haben sie immer sehr gute Sachen sich ausgesucht. Und sie lassen ihre Schriftsteller auch nicht alleine. Also ich muss sagen, ich hatte hier mal eine Präsentation, ich weiß gar nicht mehr, was es für ein Buch war, aber es war ein großer italienischer Verlag und da gab es keine Bücher. Ich weiß nicht, vielleicht erinnern Sie sich noch daran, aber ich konnte leider das Buch nicht in die Hand nehmen. Ich hatte dann das PDF-Format gelesen, aber ich konnte es einfach nicht richtig in die Hand nehmen. Das Papierbuch praktisch. Und das war wirklich schade, weil ich konnte so auch keine Widmung haben und das ist natürlich sehr schade und eine Art Fetischismus, muss ich schon sagen. Aber gut, wie auch immer. Eine Sache wollte ich noch sagen, falls es keine anderen Fragen gibt, dann sind wir mehr oder weniger am Schluss angelangt. Aber ich wollte noch sagen, dieser Roman ist kein Roman über Migration oder über den Iran. Es ist ein richtiger Roman. Und für einen Ausländer, der also weder Deutsch noch aus dem Iran ist, ist es einfach eine Geschichte, eine Liebesgeschichte. Denn ja, Liebe ist ja sehr viel vertreten. Keine glückliche Liebe, wie die unsere Schriftstellerin erfahren hat. Nein, nein. Sie ist ein ziemlicher Pechvogel, unsere Hauptperson. Und das vielleicht auch, weil die Familiengeschichte ja ziemlich kompliziert ist. Und da kommen wir auch gleich zur letzten Frage. Und in ihrem Leben hat sie also verschiedene Verehrer, sagen wir mal so, und verschiedene Geschichten. Also was ich sagen will, ich muss sagen, ich hatte als Leser, als externer Leser, das Gefühl, dass es ein Roman über Wahrheit und Lüge ist und über die Wörter, die wir ein ganzes Leben in uns tragen. Eine glückliche oder eine gescheiterte Liebe, der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ein Roman, der in gewisser Hinsicht auf einigen Seiten fast schon feministisch ist, wenn Sie nicht beleidigt sind, wenn ich das jetzt so sage. Also ich meine, es ist einfach eine sehr, die Frauen, die sind sehr stark vertreten und die Männer, die kommen nicht immer gut bei weg, die geben immer eine ziemlich schlechte Figur ab, aber das ist eine Mode, stelle ich gerade fest, aber so ist es nun mal, also in diesem Fall kommen sie nicht besonders gut bei weg in diesem Roman, keine Frage. Aber es ist alles durchaus glaubhaft, es sind authentische, reale Personen und man braucht hier keine, wie soll ich das sagen, modische Figuren oder keine Funktion.
die einem zugeschrieben wird, also Migrationsliteratur oder Deutsche oder was auch immer. So ist es nicht. Es sind einfach wirklich authentische Personen und Figuren. Und die letzte Frage an unsere Schriftstellerin ist: Wie hast du die Liebe erzählt in diesem Buch? Also, warum hast du beschlossen, über solche so unglückliche Liebesgeschichten praktisch zu berichten? Ich glaube, da ist keine, die gut ausgeht in dem Buch. Die Geschichte mit Jan könnte noch gut aussehen, oder? Die ist ja offen, würde ich sagen. Da besteht eine Hoffnung zumindest. Certo. Also ich lasse es offen, aber ja. Sì, diciamo allora, diciamo che il finale non lo possiamo dire. Ja gut, also das Finale, das darf man ja jetzt nicht erzählen, aber es ist ein bisschen Hoffnung, ein Hoffnungsschimmer. Also sagen wir mal so, das sind ein paar, wie in einem Weihnachtsstollen, da ist dann auch mal eine Rosine enthalten. es stimmt, das war eigentlich nie meine Absicht, aber diese ganzen gescheiterten Beziehungen sind Ausdruck dieser persönlichen Gespaltenheit, die Amona hat. Und vielleicht kennen das, ich glaube, viele Menschen kennen das, die mit zwei Kulturen aufgewachsen sind, dass sie nie als Ganzheit so akzeptiert werden, weil wenn sie, also im Fall von Mona, sie versucht das mit Deutschen, die finden das erst total aufregend und exotisch, eine Perserin und der Vater Kommunist und vor der Revolution geflohen und so, und das finden die immer alles total exotisch und super. Und dann lernen sie besser kennen und stoßen auf Seiten an ihr, die sie nicht verstehen und die sie irgendwie auch irritierend finden. Und Mona, die sich eben für ihre persische Herkunft ein Stück weit auch immer schämt, das ist so ein bisschen so eine Art Selbsthass, Selbsthass ist vielleicht übertrieben, aber so eine Art Selbstverleugnung, den viele muslimische Migrantinnen haben, die es quasi die aufsteigen. Dass sie eben sich nie in ihrer Ganzheit geliebt fühlen kann, weil es eben niemanden gibt, dem sie sich zeigen kann, wie sie ist. Sie versucht es dann auch mit einem iranischen Liebhaber, also sie hat ja eine Affäre mit einem verheirateten Iraner. Und auch da, wenn sie dann nach Deutschland zurückfliegt, denkt sie, das geht nicht. Wenn der mein deutsches Leben sehen würde, dann würde der denken, was ist das für eine Frau? Also sie kann sich nie ganz zeigen. Und ich glaube, und auch die Beziehung zu den Eltern ist ja in gewisser Weise eine kaputte Liebesbeziehung. Dadurch, dass die Sprache ihnen im Exil verloren geht, geht auch die Fähigkeit zu kommunizieren, also auf einer emotionalen Ebene miteinander in Verbindung zu treten, geht auch verloren. Also im Grunde ist sie von allen Beziehungen abgeschnitten. Und das zeigt sich natürlich bei einer Frau Anfang, Mitte 30 in einer Großstadt, zeigt sich das besonders an den Liebesgeschichten, dass sie aber auch niemanden an sich so nah heranlassen kann, weil sie eben selbst auch nicht genau weiß, wer sie ist und wo sie hingehört. Ich glaube, das ist ja eigentlich das große Bedürfnis von jedem von uns, ganz und gar, wie man ist, geliebt zu werden. Und das ist halt in ihrem Fall besonders schwer, weil sie immer Befremden hervorruft, wenn sie sich versucht, ganz zu zeigen. Ich hatte gesagt, das wäre die letzte Frage gewesen, aber jetzt hast du mich provoziert, meine Liebe. Denn du hast bei dieser letzten Bemerkung das Wort Exil
dazu gebracht. Und als Journalist kriege ich hier natürlich leuchtende Augen, wenn ich sowas höre. Und deswegen muss ich dir jetzt eine persönliche Frage stellen. Du hast Exil für die Hauptperson deines Romans verwendet. Aber nach so vielen Jahren in Deutschland, denn du hast ja den Iran verlassen, als du ganz klein warst. Nach so vielen Jahren in Deutschland und in Österreich, würdest du sagen, dass dein Leben noch, wenn auch nur zum Teil, im Exil stattfindet? Nein, also in dem Fall sind natürlich die Eltern ins Exil gegangen. Also in meinem Fall und auch im Fall von Mona. Also die Eltern sind nach der Islamischen Revolution ins Exil gegangen, wie ja ganz viele Iraner und Iranerinnen sich auf der ganzen Welt verteilt haben. Also ich würde nicht sagen, ich bin eben ins Exil mitgenommen worden. Aber diese Sprachlosigkeit ist ganz typisch für die Familien im Exil. Und das kann sich ja auch über Generationen noch fortziehen, diese Sprachlosigkeit eben. Also es gibt ja diese Szene, wie, also sie können schon sich auf Deutsch ganz gut so über praktische Sachen unterhalten, aber als der Vater zum Beispiel in dem Roman Krebs bekommt, also was ja so eine Grenzerfahrung ist, da wird dann die Sprachlosigkeit absolut, weil sie sich nicht mehr begegnen können auf einer emotionalen Ebene. Weil die Heimat auch die Sprache ist. Ja, zumindest wenn man nimmt die Sprache schon mit, wenn man die Heimat verlässt, aber sie wird natürlich mehr so eine Art, ja, sie kriegt was Museales mit der Zeit, wenn man die Heimat verlässt. Man behält zwar die Sprache, aber es kommt eine neue Sprache hinzu, die wichtiger ist, weil man möchte ja in der neuen Heimat auch schnell Fuß fassen und deswegen wird die alte Sprache wird so ein wenig vernachlässigt und wie ein Museumsstück in die Vitrine gestellt und die verstaubt dann ein bisschen. Gut, vielen, vielen Dank, Nava Ebrahimi, für diese wunderbare Präsentation. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Buch und vielen Dank auch dem Goethe-Institut und dem Österreichischen Institut, dem Österreichischen Forum. Und vielen herzlichen Dank und bis bald mal wieder hoffentlich in Präsenz. Ich würde noch abschließend, was ich ganz vergessen habe, meiner Übersetzerin Angela Lorenzini danken. Weil in meinem Buch geht es natürlich geht es eigentlich um die Unmöglichkeit der Übersetzung. Und es war, glaube ich, manchmal nicht ganz leicht, auch für sie das Deutsch-Iranische dann nochmal ins Italienische zu übertragen. Und ja, das hat sie ganz hervorragend gemacht. Und ja, falls ihr zuguckt oder zuhört, zuschaut, dann auch vielen Dank an die Übersetzerin. Ja, das ist wirklich ein Applaus wert.